Guten Morgen vom zweiten Tag auf der Messe. Hallo, guten mein Schatz. Guten Morgen. Hola y buenos días. Wir sind schon hier ein bisschen aufbauen. Es gibt gleich ein paar Videos. Genau. Wir haben ein paar Highlights mitgebracht, wie jedes Jahr. Wir haben einen neuen Wermut mitgebracht. Wir haben die dritte Früchte mitgebracht. Natürlich wieder unser Marzipan aus mallorquinischen Mandeln. Ganz neu einen ganz tollen Orangenlikör von Capra Bock, der ja den Gin für uns herstellt. Einen neuen Gin, der Wald-Gin, und unseren eigenen Orangen-Gin natürlich auch. Und ihr wisst ja, wer die meisten Produkte kennt ihr ja schon von uns. Und ja, jetzt laufe ich mit euch mal hier ein bisschen über die Messe. Und ja, ich interviewe jetzt einfach mal ein paar Messeaussteller, was die so alles zu erzählen haben. Ja, auf jeden Fall wichtig, denkt dran, gebt uns einen Daumen nach oben, liked uns, schreibt uns was in die Kommentare. Ich habe natürlich nicht bestimmt die Zeit, alle Messeaussteller aufzunehmen, aber ich sag mal, ein paar Interviews von ein paar Ausstellern, Mitausstellern werdet ihr auf jeden Fall jetzt im Anschluss in diesem Video von mir bekommen. Wie gesagt, nochmal, folgt uns, liked uns, bleibt uns gewogen, genießt das Video. Dankeschön. So, hier sind wir am Stand von Oltre Infinito. Ist, ja, sieht aus ziemlich italienisch, richtig? Genau, die Genussmanufaktur aus Italien, aus den Marken speziell. Daniela und Paolo, mein Mann, wir machen das, betreiben das zusammen. Wir haben Hochgenuss pur, also verschiedene Feinkostprodukte aus Italien, Pata das Nana zum Beispiel, was ganz Neues. Eine Revolution, weil es wirklich nur aus drei Zutaten besteht. Und ansonsten verschiedene Salami-Variationen. Mit weißer Trüffel, mit Barolo-Wein, ganz besondere Variationen. Und ja, alles, was das Herz begehrt. Super. Können Sie uns besuchen. Danke, ja genau. Und wir haben gestern schon probiert, hier diese Steinofen-Focaccia, waren auch sehr lecker. Also ist einer der Aussteller hier. Weitere Interviews kommen dann noch. So, hier haben wir einen anderen Aussteller. Er heißt hier Daniel Bauer. Ferme Bauer? Ferme. Ferme, Ferme Bauer, Französisch, Ferme. Richtig. Guckt mal, was es hier gibt. Lachs aus Schottland, selbst gesalzt, selbst geräuchert. Voilà, c'est parfait. La version française aussi? Si. Saumon fumé, la belle rouge d'Écosse. Salé à sec avec du sel de Guérande. Des épices et fumé à froid au bois de hêtre. Und was bietest du sonst noch an? Lachs, selbst geräuchert, Entenbrust? Entenbrust, geräucherte Speck. Bauerspeck, okay. Foie gras, Enterleben und Gänseleben. Okay, super. Vielen Dank. Bitte, avec plaisir. Ludwigsburger Gin. Haben auch angefangen mit einem Gin. Zwischenzeitlich haben sie auch mehrere Produkte. Und guckt mal hier. Ein verkohlter Geist. Und alles selber gebrannt. Alles du selber gebrannt? Thomas. Thomas ist der Brenner bei uns. Okay. Hi. Und was ist das Besondere bei euren Gins? Die Blutorange aus Sizilien. Da haben wir sie sehr, sehr viel im Vordergrund geschafft zu bringen. Und die Note und das Ganze zusammen. Also, okay, super. Vielen Dank. Danke dir. Stand. Amerikanischer Stand. Und im Moment nochmal winken. Jetzt winken. So, jetzt. Sagamore Spirit. Und er hat hier, was hast du denn hier so? Gut, ich bin der Importeur jetzt hier für folgende Marken. Wir haben, wie schon gesagt, Sagamore Spirits. Wir haben hier Peerless, also Sagamore kommt aus Baltimore, Maryland. Peerless ist aus Louisville, Kentucky. Uncle Nearest ist der Sklave, der Jack Daniels beigebracht hat, zu destillieren. Die kommen aus Tennessee. Hier haben wir dann oben in Newport, Kentucky, haben wir New Riff, also ein neues Dreh an, wie Bourbon so ist. Alles ist Bourbon oder auch dann Rye Whiskey. Und hier drüben haben wir die Hefe-Experten, hier haben wir Wilderness Trail mit insgesamt 5 verschiedenen Einzelfassabfüllungen, die wir jetzt in Deutschland momentan haben. Okay, und auch die konntet ihr hier auf der Kulinart probieren. Für alle, die jetzt dieses Jahr nicht auf der Kulinart dabei waren, nächstes Jahr wieder, da sind die Sachen alle wieder oder da. Auf irgendeine oder auf irgendeine andere Messe. Whisky-Messe, ja, genau. Vielen Dank. Bitte, bitte, danke, dass ich dabei sein darf. Whisky Jason hier. Thank you. Ja, da Elena, italienische Feinkost. Hier gibt es einen Crema de Limone, also wie bei uns in Spanien auf Mallorca auch. Italien ist bekannt auch für seine Zitronen und hier gibt es den Crema de Limone. Kannst du ganz kurz irgendwas zu deinem Crema de Limone sagen? Das ist ein Erfrischungsgetränk, das wird also auch als Dessert benutzt oder so mit Eiswürfeln trinken.
und das schmeckt wunderbar. Also das produzieren wir selber mit Bio-Zitrone. Und grazie. Im Moment einen sehr bunten Stand, der mir sehr gut gefällt. Und zwar viel mit Macarons. Schöne verschiedene Macarons, sehr lecker. Und hier noch was anderes. Vielleicht könnt ihr einfach ganz kurz sagen, kurz und prägnant, was ihr macht und was ihr da habt. Ja, sehr gerne. Ich bin die Tati. Ich habe die brasilianische Konfiserie in der Nähe von Schwarzwald. Und das ist die erste brasilianische Manufaktur Deutschlands. Wir stellen brasilianische Pralinen her. Das sind die Brigadeiros, wie wir in meinem Heimatland sagen. Normalerweise werden die mit Kakaopulver hergestellt, aber wir haben eine eigene Rezeptur entwickelt mit der belgischen Schokolade. Die sind von der Konsistenz her sehr weich und auch sehr zart und schimmelt einfach im Mund. Also, man soll einfach probieren. Super, muchas gracias, vielen Dank. So, hier sind wir jetzt bei Cleanbo Boards. Alter Bekannter, wir kennen uns schon seit Jahren hier auf der Messe. Er ist seit vielen Jahren dabei, so wie wir auch seit vielen Jahren dabei sind. Und ja, erzähl mal kurz und prägnant, was du machst. Was ich mache, ich habe vor 12 Jahren dieses Brett erfunden. Das ist eine Wanne unten drunter, wo du immer schön deinen Abfall reinschieben kannst. Du schnippelst hier, und hier schiebst du dann den sauberen Abfall rein. Hat eine Edelstahlwanne, die kannst du sogar mal in den Ofen schieben und die Spülmaschine geht es natürlich auch. Des Weiteren gibt es noch wunderschöne Messer, die importiere ich aus Japan. Und unsere selbstgemachten Messerblöcke, die gehen hier rüber. Jetzt zeige ich dich von rechts nach links. Genau. Die werden bei uns in München in der Werkstatt von einem älteren Schreiner, der noch richtig sein Handwerk gelernt hat, mit richtigen Handwerkshobeln, nicht so elektrischen Maschinen. Und der macht die dann noch aus alten Eichebalken. Gib mir mal ein Messer, um kurz mal zu zeigen, wie die funktionieren. Weil man denkt natürlich hier, erste Gedanke ist, wo kann ich denn hier die Messer reinstecken? Nee, man muss sie nicht einstecken. Ja. Die sind nämlich mit Magnet. Ich kann die Messer einfach schön von außen dranhängen. Auch tolle Geschichte hier mit einem verkohlten Brett. Also sehr, sehr schön. Also wer auch mal hier schöne Schneiderbrette will, ist bei Cleanbo absolut richtig. Herzlich willkommen. Danke dir. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke zweiten auch. Tag. Danke, ja, ciao. Wenn ich es richtig sehe, ihr macht nur Rum? Rum. Rum-Elixier, Rum-Likör, alles was das Herz begehrt. Okay, also das heißt, auch euch habe ich jetzt danach auf YouTube drauf. Ich habe natürlich alle Aussteller vorgefragt, ob ich es auf YouTube hochstellen darf. Was habt ihr dann zu mir? Erzähl mal ganz kurz und prägnant ein bisschen was zu euren Produkten. Also, wir haben einen Jahrgangsrum von 7 bis 18 Jahren. Wir produzieren den Rum in Fassstärke, lagern den in verschiedenen Fässern nochmal nach, veredeln den hier, gibt es teilweise auch in Fassstärken, teilweise in Trinkstärken. Alles in Bourbon-Cast. Hier haben wir zum Beispiel einen Cognac-Fass-Finish, hier haben wir ein Peli-Cherry-Fass-Finish und hier haben wir einen Bourbon-Cast. Was wir hier haben, ist ein neues Produkt, das sind 24 Passionsfrüchte mit weißem Rum. Bisschen Xanthan, das war's, ist wie ein Fruchtsaft. Hier haben wir ein Rum-Elixier, das sind 40 verschiedene Gewürze, Kräuter drin, Honig und Muscatellwein zum Süßen. Das sind alles eigene Produkte, alles eigene Marken. Und es kommen noch ein paar spannende Geschichten auf uns zu. Super, vielen Dank und einen schönen, erfolgreichen zweiten Tag. Danke. Super, danke schön. Sehr schön stand Rheingau-Affineur. Ist aber eigentlich eine Affineurin. Ja. Sie steht nämlich hier und ist eigentlich die Rheingau-Affineurin. Und ja, wie ihr seht, was hast du hier so anzubieten? Vieles Käse geschmiert mit Apfelwein, in Spätburgunder eingelegt, mit Riesling geschmiert und die ersten frischen Tresterkäse. Und machst du alles im Prinzip selber oder veredelst du selber? Weiß ich noch vom letzten Mal, gell? Genau. Ne? Die Grundkäse kommen aus verschiedenen kleinen Käsereien. Wir nehmen diese und dann gehen wir an die Schmierung dran und das mit den Wein. So, und wenn ihr wirklich mal extrem besonderen, speziellen, sehr guten Käse probieren wollt, dann schaut irgendwo mal, ob ihr auf irgendeiner Messe, am besten auf der Kulinart oder woanders, den Rheingau-Affineur findet. Wirklich tolle Käse, ganz andere Geschmacksrichtung. Auf jeden Fall absolut mal wert zu versuchen. Danke dir. Viel Erfolg am zweiten Tag. Stand, der ist auch schon ein paar Jahre dabei, Dr. Jaklas. Was bietet ihr denn an? Was macht ihr? Ja, also wir sind die Firma Dr. Jaklas. Wir stellen feine Bitterkräuter-Elixiere her in der väterlichen Apotheke. Wird noch alles händisch in der Apotheke hergestellt. Was ist das Besondere an diesen Bittern oder was ist das Außergewöhnliche? Das Außergewöhnliche ist, wir stellen ja alles noch in der Apotheke her, nach deutscher Arzneibuchqualität. Das ist überbio, alle Gewürze, Kräuter, alles ist ganz rein. Und man nimmt die Produkte für einen Cocktail, für einen Longdrink oder... Mhm. Also unser alkoholfreies Produkt, alkoholfreier herber Hibiskus-Aperitif, den empfehlen wir als Basis im Longdrink mit einem Tonic Water, okay, mit einem alkoholfreien
zum Beispiel, schmeckt sehr, sehr lecker. Den empfehlen wir als Basis im Longdrink. Unsere drei Bitterkräuter-Elixiere, das Artischocken, das Golfers und das Wacker-Ginseng-Elixier, empfehlen wir pur als Digestiv nach dem Essen. Genau, und jedes Jahr zur Weihnachtszeit machen wir unser Glühweinkräuter-Elixier. Schmeckt wie ein Gang über den Weihnachtsmarkt, sehr köstlich. Kann man auch pur trinken oder schmeckt super im warmen Kakao. Schmeckt wie flüssige Printen, köstlich. Super. Und dann haben wir einen einzigartigen Gin. Fünffach destilliert, komplett zuckerfrei, 50%ig, sehr mild. Gut, super. Vielen Dank und einen erfolgreichen zweiten Tag. Dankeschön. So, hier sind wir jetzt bei Lulu, scharf auf Senf. Er macht Senfe und ja, kannst du mal kurz sagen, was das Besondere an deinen Senfen ist? Mein Senf, das ist ein klassischer Senf, der ohne Zusätze auskommt. Es ist, sagen wir, nur das drin, was drin sein muss. Das ist ein ganz klassischer Senf. Scharf heißt dann bei uns tatsächlich scharf. Zu bestellen bei lulu-senf.shop. Den bekommt man so nicht im Supermarkt, weil er einfach schärfer ist und noch auch Geschmack hat. Okay. Der Honig, scharfe Honigsenf wird gleich zu Beginn sehr scharf und beim scharfen Senf, der kommt danach und der mittelscharfe ist tatsächlich mittelscharf. Super, vielen Dank. Danke. Ja. Stand Kong Krua. Und ja, wir sind ja große Thailand-Fans, wir sind ja jedes Jahr in Thailand. Und hier gibt es, was hast du anzubieten? Genau, wir haben thailändische Kochbox, kommen Sie gerne hier. Und in der Kochbox sind alle Zutaten drin, was Sie brauchen für authentische thailändische Küche. Und Sie brauchen dazu zum Beispiel nur noch Fleisch und Gemüse oder alles in einem Topf zusammenwerfen. 20 Minuten schmeckt das genau wie in Thailand. Also sind im Prinzip fertige thailändische Kochboxen mit allen Zutaten, außer Gemüse und frische Sachen müssen gekauft werden. Und alles direkt aus Thailand importiert. Auch. Super. Ja. Dann vielen Dank und einen schönen zweiten Tag. Viel Spaß noch. Danke. Jetzt sind wir hier bei der Trüffelmanufaktur. Er ist noch schwer am Aufbauen, weil die Messe beginnt gerade. Und ja, was habt ihr denn hier so anzubieten? Einfach mal kurz und prägnant, was es bei euch so gibt. Ja, bei der Trüffelmanufaktur gibt es mehr oder weniger nur Trüffel. Wir verarbeiten die in Produkten und versuchen die in den Mann zu bringen. Und ihr macht Trüffelmayonnaise, Trüffelbutter? Mayonnaise, Öle, Butter, alles. Genau. Alles rund ums Thema edle Knolle, gute Ernährung, lecker essen. Super, vielen Dank. Gerne. Schönen Stand Hall 93, kann man erstmal mit dem Namen nichts anfangen. Sind aber auch schon seit ein paar Jahren dabei. Was habt ihr denn hier anzubieten? Ja, wir haben einen Messerschleifer, mit dem jeder zu Hause professionelle Schärfe erreichen kann. Und das geht wie folgt. Beim Messerschleifen kommt es ganz auf den Winkel drauf an. Deswegen haben wir einen 15 Grad Winkel und einen 20 Grad Winkel. 20 Grad ist für europäischen Stahl, für Messer, die sehr weich sind und für Messer, die viel grobe Arbeiten verrichten sollen. 15 Grad ist der filigranere Winkel und der schleift einfach ein bisschen schärfer und ist für hochwertige Messer gedacht. So, und das funktioniert wie folgt. Wir haben hier einmal den 15, da hinten dran sind dann die Magneten versteckt. Auch hinter dem 20 Grad sind Magneten versteckt und dadurch lässt sich das Messer im perfekten Winkel halten. Und dann kommt unser Schleifgerät zum Einsatz. Das ist der Hall-Rollschleifer. Der hat hier eine Diamantschleifscheibe. Damit bringen wir unseren Messern den Winkel bei und auf der Rückseite haben wir Keramik zum Abziehen, zum Entgraden und zum Reinigen des Messers. Das ist frei gelagert. Das heißt, wenn ich den hier halte, dann rollt der Rollschleifer mit uns mit. So, und zum Schleifen legen wir einfach die Diamantschleifscheibe an das Messer und mit ganz einfachen Zieh- und Schiebbewegungen lässt sich so unser Messer schleifen. Ohne Druck, ohne Vorkenntnisse, ganz einfach. 10 bis 15 Mal mit dem Diamant, dann wechseln wir rüber auf die Keramik und ziehen ab. Schön ist, wir haben nicht nur konstanten Winkel, sondern auch konstanten Druck, denn wenn ich zu viel Druck ausübe, dann klappt das Messer hoch und es wehrt sich sozusagen. Wir schleifen die eine Seite, hebeln aus und schleifen die andere Seite. Zum Finish das Ganze noch durch ein Leder ziehen. Und dann haben wir wieder ein perfekt geschärftes Messer. Und wir können hier schön unseren Papierschnitt-Test machen. Ja, super. Super. Schönes Produkt. Gute Idee. Einfach perfekt. Danke dir. Gerne. Hier noch ein Stand, ihr Lieben. Hier sind wir jetzt bei Exotic Authentic Natural Brazilian Born. Und jetzt sehen wir hier ihn.
ein typischer Brasilianer? 33%. 33% Brasilianer? Ja. Deine Frau, sie Partnerin? Nein, Mitarbeiterin? Sie ist ja viel zu jung. Okay, Mitarbeiterin? Ich wusste es nicht, ich muss ja fragen. Sie ist gerade gegangen, sie ist Brasilianerin, wenn ich es richtig mitkriege. Ja, sie spricht Portugies. Darf ich fragen, du 33%, das heißt Mama oder Papa war halb? Nein, natürlich Vater Engländer, Mutter Deutsche und ich gehe seit 40 Jahren nach Brasilien. Okay, so, also daher der Bezug zu Brasilien. So, was bietest du denn an, was hast du denn Feines? Bitte? Was bietest du denn an, was hast du denn Feines? Ja, ich habe hier den besten Cachaça. Man kann es sehen, also ich hole mir hier nur Goldmedaillen regelmäßig. Der 44er hat beim German Rum Fest erst vor ein paar Wochen die Goldmedaille geholt für die ungelagerten Cachaças. Da erstmal Gratulation. Dankeschön. Und genauso für den Balsamo, 10 Jahre gelagert im Balsamo-Fass. Auch Goldmedaille für die gelagerten Cachaças. Ne? Und wie gesagt, die Goldmedaillen, die holen wir uns regelmäßig für unseren guten Cachaça. Gestern hatten wir einen super Anklang hier, also war eigentlich voll und ganz zufrieden. Die Leute haben Caipirinhas getrunken, perfekt gemachte und auch Flaschen mitgenommen und hat alles gepasst. Bin zufrieden. Ich wollte gerade sagen, Caipirinha, Mojito auch? Nee, machst du Caipirinha hier, weil Mojito ist ja kein Cachaça. Ich habe den ultimativen Sirup für Mojito, das kommt aber im nächsten Jahr. Okay, das machen wir dann das nächste da Mal, nächstes Jahr. Also ich glaube, ich muss dann nachher auch mal auf jeden Fall noch einen Caipirinha probieren. Auf ich danke Fall. Dir und wünsche dir einen erfolgreichen zweiten Tag. Dankeschön.